Und zwar vor allem an die Leute, die jetzt unter einer Woche am Start sind, unter einem Monat am Start sind oder generell noch nicht in Liberty geplagt sind. Lass uns eine Sache machen. Wir nehmen unser Handy, legen es zur Seite, aber nicht so, dass wir sehen, wenn jemand schreibt, sondern wir drehen unser Handy um, damit wir nicht abgelenkt werden. Sehr wichtig, sehr wichtig. Und dann können wir auch starten, ja? Also ich werde euch, wie gesagt, das Tool Liberty vorstellen. Das bezieht sich auf TBX, auf Time-Based Trading. Heißt, für die Leute, die es nicht wissen, ist im Prinzip ein Trading-Bereich, wo man innerhalb 10 bis 30 Minuten schon sein Resultat hat dementsprechend. Heißt, wir scalpen in diesem Bereich. Und ich werde einfach mal meinen Bildschirm teilen und lass uns einfach mal direkt loslegen. Wenn wir auf IM Center gehen, ja, lass uns genau so, so anfangen, wie als würden wir noch gar nichts wissen. Wenn wir auf IM Center gehen, dann auf Strategien haben wir hier unsere ganzen Bereiche. Und wenn wir auf TBX gehen, haben wir hier im Prinzip zwei Tools. Einmal Impuls und einmal Liberty. Wenn wir auf Liberty raufgehen, öffnet sich schon das Ganze. Jetzt ist eine Sache wichtig. Wenn wir hier oben links auf Strategien gehen, haben wir hier mehrere Sachen. Hier ist automatisch Market Trap ausgewählt. Wichtig ist aber, dass wir das Tool Hourglass brauchen. Das heißt, wir gehen einmal auf Hourglass drauf. Und dann kommt schon das Ganze hier. So. Und ich habe schon was Kleines vorbereitet. Und zwar hier. Erstmal muss ich erwähnen, dass die Märkte gerade aktuell nicht geöffnet haben. Heißt, wir bekommen normalerweise hier rechts Signale vom Algorithmus. Die kriegen wir jetzt nicht. Hier steht es auch, der Markt ist geschlossen. Was aber nicht schlimm ist, wir können das Ganze trotzdem machen. Und ich würde erstmal gern die Strategie erklären, was wir überhaupt hier alles haben, wie es funktioniert. Und dann können wir schon tiefer in die Materie eingehen. Jetzt ist noch eine Sache wichtig, und zwar hat man hier normalerweise Pfeile. Vielleicht kennt ihr es, ich mache mal ein Beispiel. Lass uns ein Beispiel machen. Wenn wir hier zum Beispiel jetzt so einen roten Pfeil haben, oder lass uns den mal am besten in grün machen. Ein grüner Pfeil, der nach oben zeigt, dann wissen wir, okay, der Markt möchte dementsprechend nach oben. Das gleiche haben wir im Prinzip auch für einen Verkauf mit dem Unterschied, dass dieser Pfeil rot wäre. Problem ist an der Sache jetzt, dass wir hier diese Pfeile nicht haben. Heißt, ich habe das Ganze einfach mal hier gekennzeichnet mit Call Score und Put Score. Jetzt mache ich das mal einfach genau daneben. Und diese Pfeile werden im Prinzip durch verschiedene Faktoren und Indikatoren vorgegeben vom Markt. Ich gebe euch mal ein kleines Beispiel. Zum Beispiel haben wir hier unten unser RSI, der uns im Prinzip einfach zeigt, wo der Markt aktuell liegt. Und wenn wir hier die grüne Linie haben und die rote Linie haben, dann wissen wir, wenn der Markt zum Beispiel unterhalb dieser grünen Linie ist, dass der sehr stark unterverkauft ist. Dann ist es meistens so, dass zum Beispiel so ein Call Score kommt, so ein grüner Pfeil, der nach oben zeigt, der uns schon sagt, ey, es sollte jetzt tendenziell nach oben gehen. So, das Wichtigste bei dieser Strategie ist eigentlich, wie auch bei allen anderen Strategien, dass wir erst einmal unsere Klarheit haben. Unsere Klarheit, in welche Richtung überhaupt dieser Markt geht. Aber bevor ich dazu komme, will ich euch erstmal zeigen, wo ihr überhaupt diese Strategie komplett lernen könnt. Weil ich kann euch jetzt in dieser 1 Stunde, in diesen 40 Minuten oder wie auch immer, wie lange das auch immer geht, kann ich euch nicht alles mitgeben, was ihr braucht. Aber das Wichtigste kann ich euch mitgeben. Deshalb empfehle ich jedem von euch, wenn ihr einmal auf IM Center rauf geht, dann auf Go Live, dann haben wir im deutschsprachigen Raum diesen jungen Mann hier. Stilas Set Educati. So, TBX, Go Live Educator. Wenn wir mal auf ihn raufgehen, dann haben wir hier im Prinzip mehrere Spalten. Wir brauchen die Favorite Sessions. Das sind favorisierte Sessions, die er gespeichert hat. Und hier hat er zum Beispiel ein Bootcamp. Er ist noch relativ neu. Liberty Bootcamp Start, dann Basics, bla 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 bla. Und hier sehen wir auch 1, 2, 3, 4, 5. Sprich, ist mit der Reihenfolge gekennzeichnet, was halt extrem, extrem, extrem wichtig ist, wenn man diese Strategie lernen möchte und auch anwenden möchte, dass man sich wirklich dieses Bootcamp hier komplett durchschaut. So, und jetzt können wir schon reingehen. So, auf jeden Fall, was sehr wichtig ist,
Ich denke, ich kann dafür 90% der Strategien sprechen, ist natürlich erstmal zu wissen, in welche Richtung geht der Markt. Das heißt, wenn wir hier jetzt zum Beispiel schauen, haben wir hier den GBP-CHF, das ist der großbritannische Pfund Schweizer Franken. Wir sind aktuell im 5-Minuten-Chart. Für die Leute, die nicht wissen, was ein 5-Minuten-Chart ist, kurz erklärt. Wir haben hier verschiedene Arten von Kerzen, rot und blau, und eine Kerze bildet sich innerhalb 5 Minuten. Und im 5-Minuten-Chart sehen wir ganz klar, wir haben einen starken Aufwärtstrend. Heißt, wir sehen sofort, okay, der Markt geht nach oben. Ich zeichne das mal einmal ein. So, anhand von diesem Fall. Wir sehen, der Markt geht nach oben. Und wir haben hier zum Beispiel auch so eine fette grüne Linie. Das ist im Prinzip die EMA-Linie und diese zeigt uns einfach immer an, in welche Richtung es gerade geht. Und wir sehen, die geht ganz klar nach oben, ist grün, heißt, okay, wir sind in einem Aufwärtstrend. Und das Gleiche gilt auch für den Abwärtstrend. Wenn wir zum Beispiel hier schauen, haben wir hier eine rote Linie und die steht halt im Prinzip dafür, dass der Markt tendenziell runtergeht. So. Und das einfach in Kombination mit dieser Wolke, die wir hier haben. Das heißt, wenn wir uns das mal genau anschauen, haben wir hier so eine Art Wolke. Hier ist die Wolke grün, hier ist die Wolke ganz klein in rot. Und diese Wolke zeigt uns im Prinzip einfach die Trendrichtung vom Markt an. Das heißt, wenn diese Wolke unterhalb des Marktes ist, wie in dem Fall jetzt, hier, dann sehen wir, okay, es steht für einen Aufwärtstrend, ganz klar. Grüne Wolke, die unterhalb des Marktes ist, heißt, wir sind in einem Aufwärtstrend, in einem Uptrend. Wir gehen bullish. Wir gehen nach oben. So. Und das Gleiche gilt natürlich auch, wenn wir einen Abwärtstrend haben. So. Such mal eben ein Beispiel. Genau. Wenn wir uns das mal hier anschauen, haben wir hier keine grüne Wolke, sondern eine rote Wolke, die überhalb des Marktes ist. Das heißt, wir sehen hier ganz klar, der Markt geht runter, immer tiefer und tiefer und tiefer. Und diese rote Wolke ist überhalb des Marktes. Und jetzt werde ich euch eine Sache erklären, die vielleicht auch bei dem einen oder anderen einen Klickmoment auslösen kann, der vielleicht schon ein bisschen länger am Start ist. Und zwar hat diese Wolke auch noch eine ganz andere Bedeutung. Und ich erkläre es einfach mal. Wenn wir uns zum Beispiel, ich markiere das eben, so, wenn wir uns zum Beispiel, so, diese Wolke hier anschauen, diesen Bereich der Wolke, dann sehen wir, hier ist diese Wolke ganz besonders dick, voluminös, sage ich mal, im Vergleich zu den anderen. Das sieht man ja hier, diese grüne. Und desto dicker die Wolke ist, desto mehr Widerstand zeugt im Prinzip dieser Punkt. Das heißt, wenn wir uns das mal anschauen, haben wir hier eine dicke grüne Wolke. Der Markt wollte runterkommen und ist wieder abgeprallt und ist wieder nach oben gegangen. Das heißt, anhand dieser Wolke könnt ihr auch erkennen, wie stark dieser Widerstand ist oder halt auch eben, wie schwach der Widerstand sein kann. Wie zum Beispiel an diesem Punkt. Wir sehen, die Wolke war hier fett und grün, was ziemlich gut ist für einen Aufwärtstrend. Dann wurde sie immer schmaler und schmaler und wurde dann sogar rot. Was ein Zeichen dafür ist, dass der Markt hier auch easy durchbrechen könnte und nach unten gehen könnte. So. Und wie gesagt, das mit den Pfeilen ist halt ein bisschen schade, weil die halt auch extrem viel angeben. Aber ihr könnt euch gerne das Bootcamp anschauen oder könnt auch selber an die Praxis einfach mit einem Demokonto gehen, dann könnt ihr auch erkennen, okay, da ist die Wolke von die Pfeile von den Anton gesprochen hat, dementsprechend für einen Aufwärtstrend, für einen Abwärtstrend mit den Farben Grün und Rot. Genau. So, eine wichtige Sache noch und zwar, das wird jetzt ein bisschen, ich hoffe, wird nicht zu kompliziert, aber wenn wir uns das mal anschauen, dann haben wir hier im Prinzip eine rote Linie. Ich hoffe, man kann diese Linie sehen. Eine rote Linie. Dann haben wir hier in der Mitte diese schwarze Linie hier. Und wir haben hier unten diese grüne Linie hier. Wir haben diese drei Linienarten, ja, diese drei Linienfarben. Und diese Linien ergeben im Prinzip, wie Silas immer sagt, ein Drachenmaul. Das heißt, wenn im Prinzip der Markt überhalb dieser schwarzen Linie ist, zwischen der schwarzen Linie und der roten Linie, dann sind wir bullish. Das heißt, der Markt geht nach oben, wir sind in einem Aufwärtstrend.
Aber wenn wir merken, dass das Drachenmaul im Prinzip oder der Mark vom oberen Drachenmaul zum unteren kommt, dann sind es schon erste Anzeichen dafür, dass der Mark auf jeden Fall runtergehen kann. So. So, auf jeden Fall dazu. Klingt vielleicht kompliziert, aber im Endeffekt schon alleine, wenn ihr diese Pfeile habt, dann ist es viel, viel, viel einfacher. Jetzt kommt aber ein sehr wichtiger Punkt. Und zwar arbeiten wir hier auch mit dem Tool Fibonacci. Das heißt, wenn wir einfach mal hier an die Seite gehen, dann auf FIB Retracement, also FIB Retracement, so, dann gehen wir auf Einstellungen, dann mache ich den Hintergrund, normalerweise ist der Hintergrund an, ich mache den immer komplett weg. Dann sind diese zwei Level extrem wichtig bei Liberty. Und zwar 0.618 und die 0.5er. Das sind die zwei Level, mit denen wir arbeiten. Deshalb habe ich auch die beiden Level orange gemacht, damit ich das sofort erkenne. Und ich erkläre euch jetzt einfach mal, wie so ein Fibonacci funktioniert. Und zwar sehen wir hier im Prinzip, haben wir zwei Lows. Einmal hier und einmal hier. Wir haben zwei Lows. Das Geile bei Liberty ist, ihr könnt das sehr schnell und sehr easy erkennen, einfach nur anhand von dieser grünen Linie hier. Das heißt, man muss nicht richtig nah ranzoomen und gucken, wo der Dot ist. Man schaut sich einfach nur diesen Boden hier an oder dementsprechend auch hier, wenn wir auf oben schauen, dann haben wir hier im Prinzip so eine rote Linie. Und wenn wir uns das mal anschauen und ich einfach mal auf das Fibonacci raufgehe und auf das letzte Low, sprich hier gehe, ja, das ist so der niedrigste Punkt. Und dann im Prinzip zum letzten High gehe. Sagen wir einfach mal hier zum Beispiel diesen Punkt hier, ja. Dann habe ich hier im Prinzip meine Fibonacci-Zone. Das heißt, was ich immer mache, ich markiere genau diese Zone hier. So. Und dann kann ich einfach schauen, okay, wie viele Berührungen hat denn überhaupt diese Zone? Und wir können erkennen, hier ist eine Berührung, hier ist eine Berührung, hier ist eine Berührung. Dann ist er ein bisschen hochgegangen, kam hier mit der roten Kerze runter und ist direkt wieder nach oben geschossen. Heißt für mich, okay, diese Fibonacci-Zone ist valide und mit dieser Fibonacci-Zone kann man auf jeden Fall arbeiten. Das heißt, natürlich kann man auch ohne Fibonacci arbeiten, aber ich kenne niemanden, der das macht und Sila selber hat genau das dupliziert bei Go Live. Das heißt, Fibonacci ist wirklich ein mächtiges Tool, welches ihr bei jeglicher Art von Strategie anwenden könnt, was ich euch definitiv auch hier empfehlen würde. So, gehen wir einfach mal an irgendeinen anderen Chart. Gehen wir mal einfach in Euro US-Dollar. 30 Minuten Chart, 5 Minuten Chart. Genau, wichtig ist immer bei Liberty arbeite ich persönlich immer mit dem 5 Minuten Chart, beziehungsweise im 5 Minuten Chart suche ich immer meine Einstiege, aber die komplette Analyse, die mache ich auch im 1 Stunden Chart. Das heißt, im 1 Stunden Chart schaue ich zum Beispiel, okay, wo gibt es starke Support-Resistance-Zonen? In welche Richtung geht es denn? Und wenn wir im 1-Stunden-Chart sind, sehen wir hatten hier einen fetten Aufwärtstrend und genau hier ging der dann noch wieder runter. Das heißt, aktuell sind wir in einem Abwärtstrend. Da kann ich auch wieder beispielsweise in den 15-Minuten-Chart gehen, kann da nochmal schauen. Dann sieht man das Ganze auf jeden Fall nochmal klarer. Heißt für mich, okay. Ich kann hier definitiv Sell-Einstiege suchen. Das heißt, wir wollen immer mit dem Trend traden. Wenn wir einen Abwärtstrend haben, dann suche ich keine Einstiege für einen Kauf. Macht einfach keinen Sinn. Und genau, was ich auch immer mache, ich schaue mir einfach immer die Support and Resistance Zone an. Ich will da jetzt nicht näher ins Detail gehen, weil wir heute auch ein Trading Basic Call hatten. Also das müsste eigentlich sitzen bei den meisten. Aber wenn ich einfach mal hier diese Linie setze, ja zum Beispiel, dann sehe ich hier halt extrem viele Berührungen. Hier genau das Gleiche heißt für mich, okay, diese Zone ist auf jeden Fall keine schwache Zone, ist auf jeden Fall eine starke Support-Resistance-Zone. Und in dieser Zone ist sogar gerade aktuell der Markt.
Einfach nur für mein Verständnis, damit ich verstehe, wenn der Markt mal auf einmal in die andere Richtung geht oder sich schneller bewegt, langsamer bewegt, was auch immer, damit ich nachvollziehen kann, warum es überhaupt so ist. Aber wichtig ist, dass ich die Einstiege immer im 5-Minuten-Chart suche, anhand von meinen Fibonacci. Nehmen wir mal noch ein Beispiel. So, wir haben hier das letzte High und wir haben einen Abwärtstrend. Wenn wir einen Abwärtstrend haben, dann drücken wir auf das letzte High und dann zum letzten Low. Genau so. Hier ist das letzte Low. Hier meine Zone. Dann markiere ich das Ganze einfach. Wenn wir Folgendes erkennen. Wir können Folgendes erkennen. Hier hat der Markt Berührung gehabt mit der Zone, ist abgeprallt, hier auch. Und hier genau das gleiche. Der kam runter, hat hier ein bisschen konsolidiert, ist nochmal tiefer runtergegangen und dann komplett nach oben geschossen. Und wenn wir uns das genauer anschauen, dann sehen wir, der Markt ist hier runtergegangen, ist wieder hochgegangen und ist aktuell in dieser Fibonacci-Zone. Das heißt, solange er in dieser Fibonacci-Zone ist, kann es auf jeden Fall passieren, dass er wieder komplett runterschießt. Warum? Weil diese Zone halt eben eine sehr starke Zone ist, die nicht leicht zu durchbrechen ist. Ihr könnt euch das vorstellen wie eine Decke und ihr versucht einfach dagegen zu boxen, was zu durchbrechen, aber es fällt euch halt extrem schwer, weil es einfach so eine stabile Decke ist. Und hier ist genau im Prinzip das gleiche heißt, diese Zone ist auf jeden Fall eine gute Zone. Wir haben mehrere Bestätigungen. Können natürlich auch noch viel tiefer in die Vergangenheit gehen. Wenn wir uns das mal anschauen, haben wir hier natürlich auch sehr viele Berührungen. Sind für mich einfach Indizien dafür, dass diese Zone sehr stabil und sehr solide ist. Genau, das heißt, hier würde ich zum Beispiel, genau, hier würde ich sogar ein Trade eingehen. Hätten jetzt die Märkte offen, würde ich hier ein Trade eingehen. Wir haben hier das größte High. Haben dann hier ein tieferes High, hier noch mein tieferes High. Dann würde es schon Sinn machen, wenn er hier abprallt und auf jeden Fall noch tiefer nach unten geht. Genau. Das heißt, natürlich kann man auch, sage ich mal, noch mehr darauf achten, wie die Wolken funktionieren und wie das mit dem Drachenmaul ist und alles drum und dran. Es ist extrem unterschiedlich, wie Menschen das machen, wie Leute das machen. Jeder macht es unterschiedlich, ist einfach so. Aber im Großen und Ganzen arbeiten eigentlich so gut wie alle mit dem Fibonacci-Tool, weil es halt einfach extrem krass ist. Also es macht einfach nur Sinn, wenn ich das so sagen kann. Heißt, wir achten auf jeden Fall auf die Trendrichtung, ob wir nach oben gehen, ob wir nach unten gehen. Und das kombinieren wir im Prinzip einfach mit dem Fibonacci. Genau. So. Sonst lass uns noch mal in einen anderen Chart gehen. Einfach ein bisschen durchschauen, was so geht. Nehmen wir mal BWP. BWP, japanisch Yen. So. Und ich werde auch am Ende auf jeden Fall ein kleines Q&A machen. Einfach um zu schauen, so wer was für Fragen hat, damit sich das auf jeden Fall auch alles klärt. Jetzt sind wir auf jeden Fall beim großbritannischen Pfund, japanisch Yen. Hier sehen wir auch, wir haben einen fetten Aufwärtstrend. Der Markt geht nach oben. Wir haben hier eine schöne grüne Wolke, die nach oben geht. Wir sehen, der Markt ist oberhalb des Drachenmauls. Hier ist die schwarze Linie und hier ist die rote Linie. Der Markt ist die ganze Zeit überhalb. Heißt, solche Charts würde ich gar nicht richtig beachten, um ehrlich zu sein, weil der hat hier nur sehr wenig Korrekturen. Der Markt muss ja irgendwann korrigieren und wenn er das nicht tut, dann ist es wahrscheinlich so, dass demnächst eine sehr starke Korrektur kommt. Heißt, wäre für mich einfach zu risikohaft, würde ich einfach nicht mitarbeiten wollen. Weil ich möchte solche Bewegungen sehen, Zickzack-Bewegungen nicht und nicht einfach so straight nach oben oder straight nach unten. Nehmen wir nochmal ein anderes Beispiel. Nehmen wir US-Dollar. Was haben wir hier? US-Dollar. Ja, NZD-US-Dollar ist gut. Ja, genau solche Bewegungen meine ich. Solche Bewegungen sind gut. Mit denen kann man gut arbeiten. Mit denen kann man mit dem Fibonacci-Tool auf jeden Fall sehr, sehr gut arbeiten.
Ja, hier sieht man es wieder. Kleines Beispiel, wenn wir einfach von dem Low hier zu dem High unser Fibonacci ziehen und uns einfach mal diese Zone markieren. Ja. Okay. Dann sehen wir halt sofort, wir haben mehrere Berührungen. Das heißt, der Markt kam hier runter, hat hier ein bisschen konsolidiert, ist nach oben geschossen, hat wieder leicht korrigiert und ist dann komplett nach oben gegangen. Und hier genau das gleiche. Markt kam hoch, konsolidiert, runtergeschossen. Hier genau das gleiche. Berührung nach Berührung. Hier auch, hier auch. Also wie ihr seht, Fibonacci ist wirklich mächtig. Und ich selber, ich trade auch Swicoin. Ich trade TBX, Swicoin, ich trade. Ich kann auch fast alles traden, außer Smart Money, um ehrlich zu sein. Aber ich bin euch ehrlich, Fibonacci funktioniert eigentlich in jeglicher Hinsicht. Also es funktioniert überall. Genau, lasst uns einfach mal ein Beispiel machen für Leute, die nicht lange am Start sind. Einfach mal ein Beispiel, wie so ein Trade aussehen könnte. Nehmen wir mal einfach das von gerade eben. Wir gehen auf unser Fibonacci, ziehen es hoch, haben hier unsere Zone, die 0,5er und die 0,0618er Zone. So. Dann haben wir hier unsere schöne Berührung. Und ich mache das immer so, dass ich diese zwei Zonen markiere mit zwei Linien. Dann kann ich die auch wegmachen. Dann würde ich im Prinzip hier oben einen Einstieg haben. Und wenn wir hier an die Seite gehen, dann haben wir hier zwei Sachen. Einmal Long Position und einmal Short Position. Was wir in dem Fall brauchen, wäre die Long Position. Warum? Weil wir im Prinzip hier an dieser Stelle wollen, dass der Markt nach oben geht. Wir sehen ja auch, der ist nach oben gegangen. Wir machen das jetzt einfach nur, um zu testen, weil wie gesagt, gerade haben die Märkte nicht offen. Deshalb müssen wir einfach mit der Vergangenheit arbeiten. Dann würde ich dementsprechend auf Long Position drücken. Jetzt ist eine Sache sehr, sehr wichtig. Ah, ich sehe sogar, wir sind gerade im 30-Minuten-Chart. Also wie gesagt, ihr könnt das natürlich auch in anderen Timeframes anwenden. Aber ich persönlich mache das meistens immer 5-Minuten-Chart, um ehrlich zu sein. Genau. Gucken wir uns das einfach mal an. Da machen wir das mal anders. Wir nehmen hier das Lineal. Gehen wir hier im Prinzip 100 Pipetten nach oben. Das wären dann 10 Pips. Dann habe ich hier schon mein Take Profit 1. Den mache ich mal grün. Und von da aus kann ich direkt nochmal 10 Pips nach oben. So. Take Profit 2. Dann nochmal 10 Pips nach oben. Dann haben wir schon unser Take Profit 3 auf jeden Fall. Und wie wir sehen, der hat hier berührt, ist direkt Take Profit 20 oder so. Also komplett hochgeschossen. Genau, was wichtig ist, mein Stop Loss nehme ich immer von der unteren Zone aus. Das heißt nicht von meinem Einstieg 10 Pips runter, sondern ich mache es oft so, dass ich den erst von dieser Zone aus 10 Pips runternehme, weil er halt auch einfach in dieser Zone konsolidieren kann und sein Ding machen kann. Wichtig ist einfach, dass er innerhalb dieser Zone bleibt und dann dementsprechend in unsere Richtung schießt. Aber das muss jeder selber für sich entscheiden, wie er das macht mit dem Stop Loss, mit dem Take Profit. Aber ich kann euch gleich einfach mal einzeichnen, wie ich das meistens mache. Das heißt, das wäre so unser Trade und der wäre auf jeden Fall sehr gut aufgegangen. Okay. Machen wir mal jetzt ein anderes Beispiel. Oder lasst uns das so machen. Ich zeichne euch einfach mal ein, wie ich das mache, für die Leute, die halt wirklich sehr frisch am Start sind, so. Und zwar, nehme ich, wie gesagt, Take Profit 1. Take Profit 1 mit 10 Pips. Take Profit 2 mit 20 Pips. Und Take
Hank kostet 3 mit 30 Pips. Und unser Stop-Loss ist immer 10 Pips. Das heißt, du kannst dir ja selber entscheiden, mit was für einem Chancen-Risiko-Verhältnis du arbeitest. Was ich nicht immer mache, aber jetzt seit Zürich, glaube ich, seitdem ich, sage ich mal, diesen Tipp bekommen habe von meinem Cousin, mache ich das auch. Das heißt, ich habe es vorher so gemacht, dass ich einen Trade gesetzt habe bei Liberty. Generell, das bezieht sich jetzt nicht nur auf Liberty, sondern auch auf Blaze und alles drum und dran. Ich habe immer nur einen Trade gesetzt und dann geguckt, okay, welchen TP nehme ich? TP1, TP2, TP3. Und dann geht er halt entweder TP rein oder Stop Loss. Und jetzt mache ich da so, dass wenn ich zum Beispiel 1% pro Trade riskiere, ich bei Liberty zum Beispiel 3 Trades setze, 3 gleiche Trades, mit dem Unterschied aber, dass ich meine 1% auf die 3 Trades aufteile und nicht nur TP1 habe bei allen 3 Trades oder was auch immer, sondern TP1, 2 und 3. Und wenn er jetzt TP1 geht, ist ein Trade schon mal ein Profit geflossen. Was mache ich? Ich mache bei den anderen 2 Trades einfach Break-Even. Das heißt, ich ziehe meinen Stop-Loss auf meinen Einstiegspreis. Heißt, selbst wenn er in die andere Richtung geht, kann ich nichts verlieren. Ich kann nichts verlieren, nichts gewinnen, beziehungsweise habe doch schon gewonnen, weil der eine Trade davor in TP1 gegangen ist. Und wenn er dann TP2 geht, ist der andere Trade auch im Profit geschlossen. Dann ziehe ich einfach meinen dritten Trade, den ich habe mit TP3, ziehe ich den Stop-Loss noch höher, dass selbst wenn er in die andere Richtung geht, ich sogar noch Gewinn mache. Und so könnt ihr im Prinzip mit diesen Trades arbeiten. Und ich bin ehrlich, seitdem ich das so mache, sich auf jeden Fall, oder wurde mein MetaTrader auf jeden Fall viel blauer, sage ich mal so. Weil da habt ihr nicht nur einen Trade, sondern ja wirklich mehrere Trades, mit denen ihr arbeiten könnt. Und so wie ich weiß, machen das auch meistens die Smart Money Trader genauso. Weil diesen Tipp, der kommt halt von Tubai. Und ich denke mal, wenn Tubai in Richtung Trading etwas sagt oder ja irgendwas mitgibt, dann ist es schon so wie, als würde ein Sherman 100 euch im Network etwas mitgeben. Und ich habe es halt einfach so angewendet. Und ich bin ehrlich, es funktioniert extrem, extrem, extrem gut bei mir. Genau, und so mache ich das auf jeden Fall. Gerade jetzt für die Neuen wichtig zu erwähnen ist, Liberty ist eine Strategie, müsst ihr verstehen, die lernt ihr nicht innerhalb paar Minuten, muss man einfach ehrlich sagen. Deshalb habe ich euch auch am Anfang Go Live gezeigt, weil es einfach extrem wichtig ist, wirklich, dass ihr dieses Bootcamp schaut, weil ich kann euch in dieser kurzen Zeit nicht alles mitgeben, weil das schon extrem viel ist, wenn man sich das mal anschaut. Aber wenn ihr es einmal drauf habt, habt ihr es immer drauf. Vor allem mit dem Fibonacci-Tool. Das funktioniert eigentlich ganz, ganz einfach. So, jetzt muss ich mal einmal im Chat schauen. Aber ja, die Strategie ist auch simpel, wenn man sich hinsetzt, wenn man macht, wenn man Theorie schaut, aber auch gleichzeitig in die Praxis geht, dann ist jede Strategie einfach. Es ist einfach so. Weil viele machen den Fehler, die geben sich jeden Tag 10 Stunden Theorie, aber trade nicht. Dann bringt dir das nichts. Du musst direkt dein Wissen anwenden. Ist einfach so, direkt in die Umsetzung gehen. So, deshalb, lass uns sonst noch mal ein Beispiel machen. Lass uns ein Beispiel machen. Gib mal irgendein Währungspaar in den Chat. Das Recording wird sich auf jeden Fall, wird es auf jeden Fall geben. Ja, safe. Drop mal irgendein Währungspaar in den Chat. BBP, USD. Okay. Ah, Stop-Loss. Ah, jetzt. BBP, USD. So. Okay. Ich mache es meistens so, dass sagen wir jetzt einfach, ich möchte traden, wie am Montag, 9 Uhr morgens, ich möchte jetzt traden, ich bin alleine für mich, die Märkte haben wieder offen. Dann würde ich jetzt auf diesen Chart gehen und ich würde halt direkt sehen, okay, hier würde ich nichts machen. Ich kann euch auch genau sagen, warum. Weil hier haben wir halt eine extrem starke Zone. Extrem starke Zone. Und wir sehen halt einfach, der Markt war in dieser Zone, ist dann wieder ein bisschen runtergegangen.
Aber wir wissen halt nicht so, was er jetzt als nächstes macht, weil wir haben einen fetten Aufwärtstrend, aber haben halt diese Zone im Weg. Das heißt, wir haben eine Blockade und entweder kämpft er sich durch oder er macht es halt eben nicht. Heißt, hier würde ich erstmal gar nichts machen. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Was gibt es noch? Was hatten wir noch gar nicht? Nehmen wir mal Euro, irgendwas mit Euro. Nehmen wir mal Euro. Hier steht einfach Euro SCK. Nehmen wir mal Euro USD. So. Euro USD. Hier sieht das Ganze schon mal ein bisschen anders aus. Okay. Eben. Hier haben wir auch keine klare Richtung. Das könnt ihr einfach schon daran erkennen, dass wir hier rot haben, zwischendurch grün, rot, grün, rot, grün, rot, grün, rot. Versteht ihr, was ich meine? Das ist für mich keine klare Richtung. Und deshalb würde ich hier auch dementsprechend den Markt nicht anfassen. Zumindest im 1-Stunden-Chart nicht. Jetzt sind wir im 5-Minuten-Chart. Jetzt sieht das Ganze ein wenig anders aus. Wir sehen, okay, wir waren in einem fetten Aufwärtstrend, gehen jetzt langsam in einen Abwärtstrend. Heißt, hier könnte man sogar vielleicht Sell-Einstiege suchen. Die nächste starke Resistance-Zone wäre hier. Ja, und bis dahin haben wir auf jeden Fall noch Luft nach unten. Ja, easy. Hier könnte man auf jeden Fall einen kleinen Einstieg finden. Müssen wir aber gucken, ob das bis TP3 reicht. 600, ja doch, müsste. Easy. Genau, dann würde ich einfach von hier aus mein Fibonacci ziehen. Wenn ich mal einfach auf das High gehe und es dann auf dieses Low hier runterziehe, habe ich hier meine Fibonacci-Zone. Dann markiere ich mir die einfach. Oder wir machen das einfach so. Kann es auch einfacher machen. Ich mache es oft kompliziert. So. Boah. Boah, Bruder. Diese Zone, die ist krank. Gebt euch das mal. Schöne Berührung, abgeprallt. Geil, Digga. Die Zone ist sehr, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich bin ehrlich, hier würde ich sogar ein Sell eingehen. Wir sind hier in einem schönen Abwärtstrend. Unsere nächste Resistance-Zone wäre dementsprechend hier. Wenn wir uns das mal anschauen, sind das 58 Pips. Heißt, wir könnten bis TP3 ohne Probleme runtergehen. Natürlich haben wir hier auch so eine kleine Resistance-Zone. Aber ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass die ohne Probleme durchbrochen werden kann. Und so mache ich das halt. Also ich gehe auch viel mit den Basics rein, mit Support Resistance. Ich arbeite mit dem Fibonacci, mit Trendrichtung. Und mehr mache ich eigentlich nicht. Also ist auch gut, wenn man so ein bisschen, sage ich mal, auf die Wolken achtet, wie die Wolken aufgebaut sind. Aber im Großen und Ganzen, wenn ihr wirklich mit Fibonacci arbeitet, wenn ihr mit Trendrichtung arbeitet, mit Support and Resistance arbeitet, dann werdet ihr auch relativ schnell nach einer kurzen Zeit einfach dieses Marktverständnis entwickeln. Und dieses Marktverständnis könnt ihr auch für andere Strategien anwenden, auch für Swipecoin, für Krypto, was auch immer. Und das finde ich halt einfach so krass an Liberty. Deshalb würde ich euch jeden Silas empfehlen. Der macht sehr, sehr kranke Sessions so. Genau. Ich überlege gerade, habe ich irgendwas vergessen? Lasst uns sonst einfach mal ein Q&A machen. Falls irgendjemand irgendwelche Fragen hat, können wir die durchgehen. Impulsverbindung zu Liberty. Okay, das ist ein guter Impuls, safe. Impuls, guter Impuls. Man kann auch natürlich, was TBX angeht, kann man Folgendes machen. Wenn wir auf IM Center gehen. Aber das ist jetzt wirklich für die Leute, die schon Liberty traden können, so. Das könnt ihr halt kombinieren. Wenn wir auf Strategien gehen, ich erkläre das jetzt nur grob, also ich gehe jetzt nicht zu sehr ins Detail. Sonst können wir gleich den Water Combo Call verschieben und einfach hier drauf bleiben. Und das wäre, glaube ich, nicht so gut. Genau. Impuls ist im Prinzip eine weitere Strategie, die wir im TBX-Bereich haben. Und diese gibt uns einfach
die Trendrichtung an. Das heißt, wir haben hier diese Zahlen stehen ganz rechts und desto höher die Zahl, desto stärker ist dementsprechend der Trend, den wir aktuell haben. Und wenn ihr das kombiniert, könnt ihr hier einfach schauen, okay, in was für eine Trendrichtung geht es. Zum Beispiel hier GBPAUD haben wir 48, heißt, wir haben einen klaren Aufwärtstrend. Wir haben hier alles blau, schöner Aufwärtstrend, genau wie wir ihn haben wollen. Dann könnte ich jetzt auf Liberty gehen und könnt hier einfach GBPAUD eingeben und dementsprechend hier meine Analyse tätigen und mir das anschauen. Aber wie ich schon gesagt habe, der ist mir einfach hier viel zu steil. Also hier würde ich noch keinen Buy-Einstieg suchen. Der müsste Minimum eine fette Korrektur machen und dann würde ich hier erst Buy-Einstiege suchen. So, ich sehe, wir haben schon 20:42 Uhr. Lass uns ein Q&A machen, wenn irgendjemand Fragen hat, egal was. Und dann, genau, der geht runter wie Stein. Haut irgendwas rein, Leute. Komm, schämt euch nicht. 64 Leute. Ich weiß, hier sind einige am Start, die seit unter einem Monat am Start sind. Ihr habt bestimmt Fragen. Ich küsse dein Herz, Dankeschön. Ich fühle mich gerade wie bei TikTok oder so, wenn man live ist, wie so Influencer. Sehr ungewohnt, aber macht irgendwie Spaß. Aber wie gesagt, haut alle Fragen rein, die ihr habt. Tradest du nur Liberty? Nein, Bro, ich trade auch Swipecoin. Swipecoin trade ich auch. Aber ich bin ehrlich, aktuell ist es bei mir so, dass ich mich auf jeden Fall mehr in Liberty reinfuchsen werde, weil ich einfach gemerkt habe, also es soll kein Front oder so sein, tradet Swipecoin ist gut, aber ich finde einfach, der Kryptomarkt läuft aktuell ein bisschen komisch, der wird gefühlt nur von News geleitet und genau aus diesem Grund will ich mich in Liberty mehr reinfuchsen. Zeig mal was. Warte, Strategie meine ich bei Forex. Ach so. Nein, ich trade eigentlich nur Liberty, was Forex angeht, also was normale Währungspaare angeht, in Kombination mit Impuls, aber sonst trade ich nichts anderes bei Forex. Ja, das Recording kommt auf jeden Fall, Christian. Das kommt auf jeden Fall in die Gruppen rein. Deshalb lasst uns noch, ich würde sagen, bis 48 Q&A machen, bis 50 ungefähr, und dann würde ich den Call-Off beenden, weil wir dann den Model Combo Call um 21 Uhr haben. Ich danke auf jeden Fall für das Feedback. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Sonst mache ich das einfach so. Warum habe ich überhaupt noch Bildschirmübertragung an? Bisschen Stop-Loss. So. Okay, wenn niemand Fragen mehr hat, dann würde ich sagen, beende ich einfach den Call. Ja. Lass uns dann den Call beenden, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns auf dem Model Combo Call. Ich danke wirklich jeden, der hier drauf war. Also das war jetzt das erste Mal, dass ich so einen Call gehostet habe, aber das bockt sich unnormal, Alter. Ich muss schnell P1, P2 gehen und so, damit ich das öfter mache. Das bockt sich übertrieben, muss ich schon sagen. Deshalb, Leute, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Wenn irgendwelche Fragen oder sowas entstehen, ihr könnt gerne auf mich zukommen. Ich bin auf jeden Fall offen, was das angeht. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich im Water Combo Call. Let's go.